das ist ja heute schon ein ziemlich großartiges Ereignis, ne, mit über 200 Leuten. Und wir haben ja gesagt, erst Tradition, dann Brauchtum. Und die Saskia hat vorhin gesagt, in 7 Jahren ist dann Folklore, oder? Also im Zentrum meines Interesses im Beruf steht natürlich zunächst einmal, dass die Schülerinnen und Schüler, die ich im Unterricht begleiten darf, was lernen können. Das treibt mich um, dass das Lernen gelingt. So, und das erstmal auf einer ganz allgemeinen Ebene. Das muss nicht digital sein, das muss nicht analog sein. Es geht einfach darum, dass gelernt werden kann. Das ist mein Job, dafür kriege ich mein Geld. Davon kriege ich den Großteil meiner Zeit, Gott sei Dank. Und das Bildungscamp, auf dem wir jetzt sind, welche Hoffnungen oder welche Wünsche verknüpfen Sie damit? Also für mich ist oberstes Ziel Vernetzung, und das, finde ich, ist ja schon so ein Erfolg. Wir sind ja also über Nordrhein-Westfalen hinaus, es gibt schon ganz viele Angebote, sich zu treffen, und das ist ja das Prinzip auch des digitalen Raums, dass man also sich vernetzt, und der Erfolg ist gegeben. Welche Rolle spielt das für dich im Schulalltag? Also für mich persönlich erstmal im Schulalltag spielt es die Rolle, dass ich selber natürlich die digitalen Medien für mich nutze als Lehrer, meinen ganzen Workflow quasi so organisiere, also die papierfreie Schultasche so ein bisschen als mein Credo erkannt habe. Ich habe mein Tablet, iPad, wo ich alle meine Daten drauf habe, auch meine ganze Schulverwaltung drüber mache und alle E-Mails und To-Do-Listen und so, dass ich kein Papier mehr dabei habe. Kollegen erkennen das auch, weil wie viel einfacher das im Alltag dabei ist, irgendwie für sich selber in der Organisation. Ich habe ja einen großen Artikel im Tagesspiegel gehabt, der Humboldt aus dem Grab gezerrt hat, oder zumindest den Humboldtschen Bildungsbegriff der Aneignung der Welt. Und das ist genau, glaube ich, auch der richtige Begriff. Weiterhin geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern Kompetenzen zu erwerben. Meine Mutter, die ist zwar noch dabei mit Technik, aber die muss sich auch vieles erklären lassen. Und ich merke auch schon, dass ich teilweise ein ganz anderes Verständnis für Medien habe als, sagen wir jetzt mal, die Mittelstufe in unserer Schule. Ich fand, es war eine runde Veranstaltung. Wie gesagt, ich gehe mit konkreten Ideen raus auch, wo ich denke, auch wirklich was zu machen werde oder wo ich weiterarbeiten werde dran. Wir haben einen Stand von der IJS gehabt, wo sich ein paar Leute auch interessiert haben für die Angebote, die wir machen. Wir machen halt sehr viel Fortbildungsangebote zum Thema Cybermobbing zum Beispiel für Multiplikatoren. Das ist eine Sache, die ich hier auch mir erhofft hatte, dass wir Kontakte knüpfen, und das hat geklappt auch so. Genau, und ansonsten hatte ich mir erwartet, mich auseinanderzusetzen, und auch das ist passiert hier. Also fand ich gut. Das Essen war auch gut. Genau, alles gut. Was wir immer am Ende hier dieser Interviews machen, wir winken einmal in die Kamera. Tschüss. 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 Ich danke, winken wir auch noch schön in die Kamera. Tschüss. 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 Tschüss.